Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von unserem TV-Sender Time of Change. Ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir, Beate Seemann. Sie ist Seelenmentorin. Was es genau bedeutet, welchen Lebenslauf das sie hat, um dieses Thema, sage ich mal, an den Mann, Frau zu bringen, werden wir heute besprechen. Und herzlich willkommen, Beate. Ja, herzlich willkommen. Ich danke sehr für die Einladung, hier zu sein. Wir hatten ja schon ein ganz lockeres Vorgespräch. Und ich denke, ja, man spürt dann auch schon draußen eine ganz gute Energie. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf deine Frage. Beate, wir leben, in einer Zeit der Wende. Weil die Menschen gingen schon immer durch Zeiten von Veränderungen. Aber ich glaube, diesmal sind die Veränderungen energetisch etwas anders. Du bist ja groß geworden, ohne in der spirituellen Sache, sage ich mal, ja, nahe zu sein. Das kam bei dir erst später dazu. Kannst du uns einmal ein bisschen mitnehmen, wie du zu diesem Thema der Spiritualität, zu diesem Thema des Nicht-Greifbaren, ich nenne es einfach mal so, zu dem Seelenthema gekommen bist? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich sage immer, mein Leben ist in zwei Teile gespalten worden. Also man hört es ja an meinem Dialekt, ich bin geboren auf der Schwäbischen Alb, habe ein ganz normales Leben geführt und bin Versicherungsmaklerin. Also ich komme aus etwas ja sehr, sehr Bodenständigen heraus und ich habe mich nie für irgendetwas interessiert, was nur auch ein Hauch an Spiritualität sein könnte. Also ob es die Engel waren, ich habe immer mal ein Horoskop gelesen oder Astrologie, das hat mich überhaupt nichts interessiert. Ich habe immer gesagt, das ist totaler Quatsch, wenn ich mal sowas gesehen habe. Ja, und wie das Leben dann so spielt, ja, wurde ich dann, ich sage mal so, eines Besseren belehrt. Ja. Ich bin auch noch Steinbock, also mit mir hat man mehrmals Kontakt aufnehmen dürfen aus der lichtvollen geistigen Welt, bis ich dann mal gespürt habe, ich werde da tatsächlich kontaktiert. Und das waren die ersten 2, 3 Jahre, war es wirklich gar nicht lustig. Ich habe mir da ganze Listen von dir aufgeschrieben auf deiner Webseite, sieht man ein bisschen diesen Werdegang. Und ich dachte mir, wow, die Frau hat ja fast jeden Monat irgendwie ein neues Erlebnis, das unglaublich ist. Aber gehen wir nochmal ein bisschen in deine Kindheit zurück. Du bist ja, bist du katholisch groß geworden oder atheistisch oder wie war die Familie? Ja, überhaupt nichts mit der Kirche irgendwie auch am Hut gehabt. Ich bin evangelisch getauft worden, aber mir ist gar nichts. Also auch nicht Richtung religiös oder so, das hat es bei uns in der Familie auch nicht gegeben. Und das Thema des Paranormalen oder des Übersinnlichen oder dieses Mystischen, das hat dich gar nicht tangiert? Nein, das kam dann erst viel, viel später, als ich dann auch mal zu meiner Familie gesagt habe oder eben mal zu meiner Mutter. Also das war dann schon eher so Richtung, ich glaube 2009, als ich ihr gesagt habe, du, ich glaube, ich habe da ein bisschen ein größeres Problem. Also ich seh da so Vorausgegangene und dann die Engel und so. Und dann sagt meine Mutter zu mir, ja, aber das ist doch ganz klar bei uns in der Familie. Das hat ja die Oma und die Tante, die hat das doch auch gehabt. Ach, da war praktisch ein Familiengeheimnis, ja, genau. über diese Welt, ja. Wurde aber nicht gesprochen. Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, danke schön. Wäre für mich sehr sinnvoll gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Und meine Mutter hat auch so Wahrnehmungen, aber nicht so ausgeprägt wie ich jetzt. Und das hat sie auch irgendwie verheimlicht, oder? Wenn ja. Sagst, weil 2009, da war es ja doch schon auch ein ziemlich, sagen wir, ein Lebensabschnitt hinter dir. Da war es ja kein junges Mädchen mehr. 41 ja. War ich 41. Da. Ja. Und da ist ja doch schon einiges im Leben passiert, dass man diese Dinge nie anspricht. Oder hat sie das vielleicht angesprochen, aber du hast es gar nicht mitbekommen. Ja, weil man es gar nicht für wichtig erachtet hat. Das war so eine Normalität. Braucht man im Leben nicht, ja, oder? Das, ja, und wenn man hat sich verstanden. Und wenn man merkt, da ist jemand Vorausgegangenes da, dann hat sie gesagt, ja, dann mei, dann sind die halt da, mal mehr, mal weniger. Und, also deine Mutter konnte die Verstorbenen wahrnehmen? Ja. Mhm. Und ja, aber sie...
sie hat da einfach gar keine so Acht drauf gegeben. Ja? Also es hat sie gar nicht interessiert, sondern sie hat gesagt, na ja, die leben manchmal hier und manchmal leben sie eben nicht hier. Ja? Und da hast du aber praktisch gar nicht nachgefragt, wird mich so mehr interessieren, wie das funktioniert etc. Das war halt einfach irgendwie, naja. Ich habe die ja auch zu Beginn, habe ich ja alle nur gesehen, aber nicht gehört oder ich habe nicht verstanden, was die von mir wolltet. Ja. Das wäre jetzt der wichtigste Punkt überhaupt, dass wir gesagt haben, wann war denn der Tag oder das Ereignis, wo du plötzlich erkannt hast, ne, jetzt nimmt jemand Kontakt mit mir auf, aber nicht aus dieser Welt, sondern aus einer anderen Welt. Das hat begonnen 2004. Bin ich nachts aufgewacht und habe so ganz komische Lichtbälle gesehen im Schlafzimmer. Und manchmal auch so Lichter wie so Polarlicht. So Orbs? Weißt du? Oder so. Ja, aber ich habe ja keine Ahnung gehabt, was Orbs sind. Also du musst immer denken, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja? Ich habe noch nie irgendetwas gelesen oder irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist jetzt das? Dann habe ich meinen Mann geweckt, habe gesagt, ob er das sieht. Nein, er sieht nichts. Und das ging dann fast ein Jahr lang, dass immer so ganz komische Lichter um mich herum waren. Und aber nur nachts, oder? Nur nachts. Aber ja, ich hatte zu der Zeit ganz extremes Herzrasen. Ich bin sogar zum Kardiologe gegangen, da ich dachte, irgendwas stimmt nicht. War ganz, ganz unruhig, extremes Herzrasen. Habe immer gespürt, irgendwas passiert mit mir, aber ich konnte das nicht greifen. Und dann bin ich eines Nachts aufgewacht und dann war wieder dieses Licht da und es war ganz tief orange, wie so Höhensonne-Licht, das orangefarbene Licht. Und dann schaue ich in dieses Licht und dann sehe ich, oh, da kommt jemand auf mich zugelaufen. Also da kam dann eine Person und erst habe ich gar nicht gesehen, wer das ist. Und die kam immer näher, immer näher, immer näher an mein Bett und ich schon so die Bettdecke immer höher, immer höher. Ja, dachte, oh Gott, was ist das? Und dann war das Mutter Maria, die vor meinem Bett stand, die hat mich dann angeschaut. Da muss ich gleich mal nachfragen. Ja. Mutter Maria, wie hast du die erkannt, wenn ja, aufgrund von der Optik oder ja, also für mich war das dann klar, weil sie hatte, also damals habe ich noch gesagt, Jesus Christus auf dem Arm, ja. Heute sage ich ja Jeshua. Hat sich ja vieles gewandelt und da kam sie und sie hat mich angeschaut und in die Augen geschaut, hat mir zugenickt, hat sich herumgedreht und ist wieder in diesem Licht verschwunden. Hast du deinen Mann nicht hier irgendwo schnell aufgeweckt? Ich glaube, also weißt du, meine Haare, die sind mir so zu Berge gestanden. Ich natürlich dann meinen Mann geweckt und habe gesagt, ich habe jetzt ein wirkliches Problem. Ich sehe Menschen und jetzt war gerade Mutter Maria hier. Und da war ja wieder das Thema. Was sagt der Mann dazu? Mein Mann hat dann auch damals gesagt, wir gehen doch gar nicht in die Kirche. Das war die Antwort, weil wir uns das nicht erklären konnten, dass dann gerade Mutter Maria zu mir kam. Wir gehen doch gar nicht in die Kirche. Okay. Ja, so war das. Und dann, ab dem Tag nahm das zu. Hast du nicht gedacht, ich muss jetzt mal zum Psychiater gehen und ja, ich muss also, mit jemandem also sprechen? Also ich war im Ausnahmezustand, ja, das ja. Kannst du dir vorstellen. Weil ja, kannst du dann den alltäglichen Beruf überhaupt noch machen? Das läuft ja die ganze Zeit durch den Kopf. Also ich habe ja nachts nicht mehr geschlafen. Also es war ja dann wirklich, ich hatte dann so Angst. Ich habe dann, mein ganzer Alltag habe ich herumgedreht. Das ging halt, weil wir ja selbstständig sind, ja. Und eben, die Versicherungsmakelagentur gibt es ja immer noch, macht halt mein Mann inzwischen alleine. Da bin ich ja draußen seit 2009. Daher hatte ich ja die Freiheit, ich konnte mir den Tag einteilen. Und ich habe ihm schon auch immer versucht zu erklären, ich sehe die jetzt einfach und ich keine Ahnung, wie man das stoppt. Ja. Aber der war skeptisch, der Mann, oder? Natürlich, er war sehr skeptisch. Also es war dann schon auch manchmal so, dass wir manchmal nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil er hat gesagt, das kann alles gar nicht sein. Und als die ich nenne die einfach Vorausgegangene, nicht Verstorbene und auch nicht Geister, sondern für mich ist das einfach, sie haben nur den Raum gewechselt. Genau, die Gewechselten. Die haben nur den Raum gewechselt. Das hat dann so zugenommen, dass ich teilweise in einer Nacht bis zu 100 solcher Seelen bei mir im Haus hatte. Die gingen querfeldein, durch die Wände,
Querfeld, die habe ich in meiner Küche hantiert, also Schubladen auf, Schubladen zu. Haben Sie was zu essen gemacht? Oder? Ich habe, also wo ich mal ein bisschen lockerer wurde und mich mit dem ein bisschen angefreundet habe, dachte ich dann auch schon mal, na, wenn ihr da sind, dann könnt ihr da kleiner Putzer vielleicht. Hast du mit ihnen gesprochen? Ich habe dann begonnen, mit ihnen zu sprechen, aber erst bestimmt nach 2 Jahren. Also die waren wirklich still? Die haben nur die waren sich still. Bewegt? Haben die waren da, das war einfach, es war klar. Mein Haus, das ganze Grundstück war wie ein offenes Tor, da war alles da. Ich war quasi ständig online und dann sind die da alle so gekommen. Ja. Wie hast du das dann langsam in den Griff bekommen? Hast du dann tatsächlich einen Psychiater aufgesucht oder mit jemand anderem gesprochen? Nein, also weil ich wusste natürlich, ich sehe was, was du nicht siehst. Das irgendjemand zu erklären, da wäre ich mal ganz schnell, wir haben den Rottweiß, das Roten Münster, da wäre ich ganz schnell in der Psychiatrie natürlich gelandet. Ja? Und also du wusstest schon, dass du, also Verhalten hast du ja ganz normal. Der Mann sagt, ja, du hast dich ja nicht verändert, also vom Wesen her, also dass du das Angst hast, ja. Also diese ja, Erscheinungen zu sehen. Ja, und das war ja wirklich, ich war wirklich in einem Ausnahmezustand, weil die waren ja überall, ja. Und ich habe überall geschlafen, sogar in der Küche. Ich habe immer noch damals gedacht, wenn ich die Räume wechsle, dann bleibe die in einem Raum vielleicht, ja. Also heute muss ich darüber natürlich auch lachen, ja. Aber ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Mhm, ja. Und dann kamen ja nur die Engel dazu, ja. Also das gab ja jedes Mal eine Steigerung. Also das mit den Engeln ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil die Engel ziehen sich ja durch unsere Geschichte der Menschheit, sage ich mal, schon bis in die frühesten Hochkulturen, ne, bis runter nach Mesopotamien etc. sind ja in der Bibel, überall sind die Berichte von Engelsbesuchen. Wie haben die ausgeschaut? Wie schaut ein Engel aus, wenn man fragen darf? Ja, ganz verschieden. Also sie haben vor allem, es kam dann mal eine Übersetzung, manche haben solche genannten Flügel. Sie zeigen sich uns Menschen so, dass wir es verstehen, sie sind da. Okay. Und da ich doch, ich habe das vorher gesagt, aber menschlich aussehen oder was mit? Also ich sehe Engel, die zeigen sich wirklich auch mit Augen und wie einem halben Gesicht. Dann habe ich oder Engel. Nur Lichtgestalt. Die sind nur Lichtgestalten, ja. Mhm. Die sind komplett verschieden. Aber damals haben sie sich bei mir immer nur mit diesen Flügeln gezeigt, weil die wussten, sie erreichen mich sonst überhaupt nicht. Wenn sie sich nicht so zeigt, wie ich es jetzt für mich irgendwie einsortiere. Also die setzen praktisch eine Symbolik ein, diese Flügel brauchen sie eigentlich gar nicht, weil wir das so abgespeichert haben. Genau, dann erkennen wir Menschen, das ist ein Engel. Okay. Wenn du jetzt nur eine Lichtgestalt wahrnimmst, so wie ich Sirius zum Beispiel wahrnehme, dann denken viele Menschen ja nicht, dass sie einen Engelkontakt haben, weil da fehlen ja die Flügel. Also es kommt zuerst kommt deine Wahrnehmung, du siehst also Orbs, dann siehst du Verstorbene, dann hantieren die bei dir zu Hause, ja, von der Küche fangen an zu putzen. Ja. Ja, ich hoffe, das hat was gebracht. Und dann kommen die Engel dazu und dann hast du irgendwann angefangen, mit denen zu kommunizieren. Ja, also da waren ja nur die Zwerge, die Elfen und die Feen. Ja, das ist also das ganze Programm. Also alles war da und eines Tages war ich so verzweifelt, weil ich immer gedacht habe, was habe ich denn verbrochen, dass mir sowas passiert. Wenn das anders schon schräg ist, aber dann, wenn du sagst, jetzt habe ich noch Zwerge, Gnome und was ich, dann ist ja das völlig absurd, oder? Ja, darum dachte ich ja, also ich verliere wirklich den Verstand und konnte ja gar nicht mehr schlafen. Und ich habe wirklich auch viel geweint in der Nacht, weil ich wollte eigentlich nur mein Leben wieder zurückhaben, das Normale vorher. Ja, und habe immer nur gedacht, wer kann mir helfen, um das zu stoppen? Und jetzt muss ich da nochmal entschuldigen, dass ich mal einhake, aber ich versuche mir das gerade vorzustellen, auch die Zuseher wahrscheinlich. Da sagt der Mann nicht irgendwie, du musst jetzt mal was machen, du musst dann irgendwie zu einem Arzt gehen oder das muss man jetzt abstellen. Der wird doch auch irgendwie vielleicht Druck gemacht haben und sagen, du, so geht es ja nicht mehr weiter. Ja, also er hat ja gesehen, mir ging es ja zusehends, mir ging es ja richtig schlecht. Mhm. Ja, also, und da kam dann Mama so, was hast du getan? Da gibt es doch irgendwie Rituale oder so, ob ich irgendwas gemacht habe. Das ist gut, dann sage ich, nein, überhaupt nichts. Also er kam da immer nur ein bisschen erstmal mit, was hast du getan? Genau, der meinte, du hast irgendwas ausgelöst mit irgendwas. Genau. Und ich habe gesagt, nein, gar nichts. Ich habe dann begonnen, ein Nachtbuch zu schreiben, anstatt ein Tagebuch. Ich habe dann aufgeschrieben, was nachts war, wen ich gesehen habe, was ich übermittelt bekam. Und das habe ich dann kommentarlos meinem Mann morgens zur Kaffeetasse gegeben. Das startet der Tag ist schon gut. Und dann
hat er angefangen, das zu lesen. Mhm. Und dann so nach ein, zwei Tagen sagt er dann auf einmal, das ist so, weil das bist du definitiv nicht. Das kann nicht aus dir herauskommen und die Redewendungen, die da herausfließen und das, was du ausschreibst, das bist du nicht. Dann habe ich erstmal tief durchgeatmet und dachte, okay, jetzt kriegen wir hier mal eine entspanntere Energie wieder ins Haus. Ja. Was hast du denn für Botschaften bekommen? Also telepathisch oder haben die verbal mit dir gesprochen? Ich habe am Anfang nur alles aufschreiben können. Automatisches Schreiben, ja, praktisch? Das war dann so meine Lösung. Das hat aber auch nur im Bett funktioniert. Also es war immer so, ich musste immer schauen, wie trickse ich diesen Verstand dann auch wieder nochmal aus. Ja. Oh. Und habe dann geschrieben. Und eine meiner ersten Botschaften war von Erzengel Uriel. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe, was da durch mich durchgeschrieben worden war, weil für mich war das dann ja auch nochmal die Bestätigung, okay, also mit meinem Oberstübchen ist alles in Ordnung. Weißt du? Und ja, wie kann das sein? Und dann aber habe ich eben Zutrauer bekommen. Ja. Was hat er denn geschrieben? Sie, Menschheit steht vor Veränderungen oder, ja, also oder macht dir keine Sorgen? Oder? Es war schon der Inhalt damals, dass es immer Kriege geben wird auf unserer Erde. Und das werden aber die Zuschauer jetzt nicht gern hören, dass wir das Thema der Kriege nicht ganz in den Griff kriegen. Ja. Aber vielleicht ist das beim Lernplaneten so. Ja, er hat immer wieder gesagt, dass es ein Auf und Ab und ein Hin und Her sein wird. Aber das dient nur unserem Licht. Also es ist positiv, ja, auch zu sehen. Und Erzengel Uriel hat mich eine Zeit lang auch dann sehr, sehr eng begleitet. Also der hat mich schon ziemlich nach vorne geschubst. Soll das eine Botschaft sein, wenn man sagt, da werden viele sagen, ja, positiv zu Segen, Kriege und so weiter. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass wir aufhören sollen zu werten, da man sagt, das ist gut und das ist schlecht, sondern einfach eine Situation so zu sehen, wie sie ist, mit der umzugehen und weiterzugehen. Ja, vor allem im Jetzt zu sein. Mhm. Weil wir vergessen, dass jetzt dieser Moment. Wir Menschen sind so gern immer in der Vergangenheit und dann kommen natürlich die Menschen ja zu mir wegen der Zukunft. Ja, wollen also wir gerne wissen. Immer wissen, wo geht es denn hin? Mhm. Was kommt auf mich zu? Und gerade in den letzten Monaten immer wieder die Botschaften, die ich empfange oder das, was ich sehe, dass mir erst hier findet jetzt das Leben statt. Jetzt in diesem Moment. Und dass mir erstmal diesen Moment annehmen. Und dann aus diesem Moment wieder geschehen lassen, erschaffen, wie auch immer. Ja? Und da erstmal auch mehr eine Stille auch wieder zu haben im Moment. Das bedeutet, dass wir mir diese Momente gerne auflösen, indem dass wir planen, was machen wir morgen, was muss ich den ganzen Tag tun, was wartet auf der Arbeit auf mich, etc. etc. Wir planen praktisch immer unser Leben mit unserem Verstand. Aber jeder, der, sage ich mal, ein paar Jahre sich schon hinter sich gebracht hat, weiß, dass das Leben immer voller Überraschungen ist und es in der Regel nicht genauso kommt, wie man sich das denkt, sondern das Leben lebt halt einfach uns. Und die Botschaft der Engel, sagst du, wenn man im Moment ist, ist dieses Thema, da ist es gar nicht so schlimm, dass man das Leben nicht so plant. Ja, es geschehen lassen. Wenn wir ja so vorausplanen, wie du ja auch. Du bist ja auch jemand, du musst sehr, sehr weit vorausplanen. Auch schon vielleicht auch bis ins Jahr 2025 hinein, so wie ich auch. Und da rutschen wir wirklich aus der Energie heraus. Ja? Ich sehe unser Leben in so verschiedenen Timelines. Ja? Mhm. Also die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft. Ja? Die zeigt sich mir in diesen Timelines. Und wenn mir zu weit nach vorne geht, dann verrutscht immer diese Energiefelder in uns. Das heißt, also die Zukunft ist eine Art Potenzialität, die wie beim Wetterbericht, je weiter dass ich in die Zukunft gehe, desto unschärfer wird es, weil ja Entscheidungen abhängig sind, was wir treffen werden, welche Zeitlinie das wir nehmen. Ja, wenn du ja sehr auf die Zukunft, auf ein Ereignis fixiert bist, dann kann die lichtvolle geistige Welt die auf diesem Weg gar nicht so viel die Unterstützung gebe, zum sagen, aber schau doch mal noch mal mehr nach rechts, schau doch mal nach links, es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Das ist, was du jetzt schön gesagt hast. Das bedeutet, wenn man diesen Moment mehr annimmt und sagt, okay, ich lasse ja mal alles offen, ich habe zwar eine Grundplanung oder eine Rohplanung, wo ich gerne hin möchte oder was gerne passieren soll. Klar, geht ja im Leben fast nicht anders, wenn man arbeitet oder Familie hat etc., muss ja bestimmte Dinge natürlich auch immer geplant sein. Oh, aber so im Moment zu sein, aber jetzt kommt ein neuer, ich nenne es einmal Impuls, ach,
den könnte man nachgehen. Aber wenn man zu sehr an einem Ziel fixiert ist, dann nimmt man die Impulse nicht mehr wahr und verfolgt nur dieses eine Ziel. Ja, weißt du, von was sprechen wir denn einmal so draus? Um die Manifestation. Ja. Ja, und die Manifestation, das Fest, was da drin ist, das Wort, das ist ja schon sehr, sehr auf etwas fixiert. Ich habe erst jetzt vor kurzem die Botschaft von Erzengel Uriel war die. Er hat gesagt, nehmt doch lieber das Wort erschaffen, wenn ihr auf etwas zugeht. Okay. Dass man die Energie, dass ihr die wieder weiter öffnet, dass ihr nicht zu sehr in einer engen Energie seid, on the point zu gehen, sondern ihr macht die Energie wieder weiter oder die Energiefelder weiter und so öffnen sich auch wieder die Felder der mehreren Möglichkeiten. Jetzt müssen wir aber wieder zurückgehen zu deinem Werdegang. Du konntest also die Botschaften dann transportieren, anfänglich eben über automatisches Schreiben. Du bekommst hier ja, eben Informationen über, ja, wie das Leben funktioniert, dass wir immer ein Auf und Ab haben, dass es immer, sagen wir, diese Resonanzen gibt. Dass wir das Leben vielleicht auch gar nicht, vielleicht so ernst nehmen sollen, weil ist da auch eine Botschaft gekommen? Ja, es geschehen zu lassen. Es geschehen zu lassen. Es wirklich zu leben. Da kommt immer so der Satz, lebt das Leben dich oder lebst du dein Leben? Jetzt, wie ist denn dann weitergegangen? Weil du sagtest, ich habe natürlich meinen Beruf dann irgendwann an den Nagel gehängt, oder das macht nur der Mann. Und du hast dich dann voll und ganz auf diese neue Thematik eingelassen. Das heißt, hast du dann irgendwie eine Botschaft ausgesendet, okay, wir arbeiten jetzt zusammen, geistige Welt und du? Oder? Also der Auslöser war die Botschaft von Erzengel Michael, als er mir erschien in einer Nacht. Ich habe ins Kopfkissen geweint und dachte, lieber Gott, hilf mir. Ich kann nicht mehr. Und habe gespürt, es ist schon wieder etwas da und dachte, oh nein, bitte nicht schon wieder. Habe mir aber umgedreht und habe Erzengel Michael gesehen. Du wusstest es in dem Moment, dass der ja, das ist. Ja, und er hat gesprochen, weine nicht, alles wird gut, alles ist gut. Und es war so eine klare Stimme von außen, ja, dass für mich ab diesem Moment klar war, okay, irgendwie gehe ich jetzt einfach mal vorwärts und schaue, was das zu bedeuten hat. Aber der nächste Morgen anders dann. Ja, und das war dann auch wirklich so. Ich habe, ich glaube, 10 Stunden geschlafen. Ich war wirklich komplett mal im Tiefschlaf. Bin dann aufgewacht und habe zu meinem Mann gesagt, ich muss dem Ding jetzt nachgehen. Ich muss das jetzt herausfinden, was die von mir wollen. Weil bis dahin wusste ich das ja immer noch nicht. Und da ich ja Erzengel Michael, die Stimme von außen gehört habe, dachte ich, man muss alles von außen hören. Also wenn ein Engel dann da war, dann habe ich den wirklich angeguckt. Hat gewartet, bis er spricht. Und gedacht, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und habe keine Ahnung gehabt, wie die Kommunikation stattfindet. Bis ich dann wirklich mal ein bisschen ärgerlich geworden bin und habe zu allen gesagt, also wenn ich euch nicht verstehe, macht es überhaupt keinen Sinn. Also raus aus meinem Haus. Das haben die tatsächlich gemacht. Und dann war 3-4 Tage nichts um mich. Wow. Dann dachte ich, oh weia. Oh weia, jetzt habe ich es voll verscheucht. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und dachte, oh weia, das war jetzt, glaube ich, nicht gut. Dann habe ich gesagt, also gut, ihr dürft wieder kommen. Und dann kamen sie auch dann wieder. Und dann habe ich, wenn ich mich mit dem Engel verbunden habe, dann habe ich das eben herausgefunden, ach, das ist die Stimme in mir, die spricht, wenn die Botschaft dann hereinkommt. Und habe das dann so für mich gelernt, dass das nicht mein Denken, nicht mein Verstand ist, sondern der Engel spricht mit mir. Ist ein Hellwissen, wenn man so sagen darf, oder? Ja, es fließt einfach ja durch mich hindurch. Also inzwischen, ja, ich mache seit vielen Jahren nichts anderes, wie mit und in der geistigen Welt zu sein. Es fließt einfach durch mich hindurch. Aber damals war natürlich immer noch die Hürde des Denkens. Ja, und dann bin ich so langsam vorwärts gegangen und kam dann zum geistigen Heilen, weil ich habe dann die Botschaften empfangen. Also ich wäre Medium, ich bin eine spirituelle Lehrerin und mir hat es immer der Hals zugemacht. Ja, ich dachte immer, oh, diesen Wörtern, oder? Oh Gott, oh Gott. Und ich bin eine Heilerin. Dann habe ich meine Hände angeschaut, dachte ich, oh Gott, ich habe überhaupt keine medizinische Vorkenntnisse. Was wollt ihr von mir? Ich bin eine Heilerin. Und
Es war wirklich sehr, sehr skurril. Hast du denn irgendwann schon mal begonnen, mit irgendeiner Freundin oder jemandem darüber zu sprechen? Sag, ich möchte das einmal testen bei dir. Erst nach Jahren. Ich habe das alles für mich behalten. Und aufgeschrieben? Und nur mit meinem Mann dann immer so. Also gut, schon mehrere gut Jahre dosiert, gedauert. Gut dosiert, ja. Das ist jetzt eine Wegstrecke von gut 5, 6 Jahren. Auch, doch so lang. Ja, weil ich wollte ja immer noch nicht. Du hast immer noch gehadert ein bisschen. Ich wusste nicht, was es soll. Ja. Mhm. Und weil es mir körperlich so schlecht ging, hat dann mal eine Freundin zu mir gesagt, ja, vielleicht sollte ich einfach mal so Heiler-Lehrgang, Workshop, wie auch immer, was machen. Dann dachte ich, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht. Was mache ich denn da? Da habe ich ja lauter so Gespinnerte um mich rum. Mit all den Gewändern, oder? Genau. Esoterik-Menschen. Ja, ja, und was soll ich da? Bin dann aber wirklich mal zu einem Schnuppertag gegangen. Wusste dann sofort, das ist nicht meins, das passt nicht zu mir, weil inzwischen war für mich eins ganz klar, Gott heilt. Also für mich war, man ist ein Kanal dessen, genau. Das hat mir unglaublich geholfen. Mhm. Ich habe tief durchgeatmet, boah, ich heile ja gar niemand. Ja, Gott sei Dank, ich muss nichts wissen, ich muss nichts lernen, wie auch immer. Das fließt durch dich. Genau. Und bin dann eben beim geistigen Heilen für mich einfach gelandet. Immer so, ja, Urquelle, Gott, dann kam Mutter Maria, Jeshua und die aufgestiegenen. Die haben dich aber dann schon auch darauf vorbereitet, dass du sagst, okay, jetzt dieses Wissen oder das, was wir hier mit dir zusammen tun, mhm, ist eigentlich nicht nur für dich allein, sondern auch für weitere Menschen gedacht, oder? Ja, aber das war ja dann, also für mich war das lauter so Schockerlebnis, weil ich immer dachte, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das in die Welt transportieren soll. Ich komme aus einer Kleinstadt, ja, das kann ich ja gar niemand sagen. Weil da kennt ja jeder jeden, oder? Ja. Klar. Und, was auch einen Vorteil haben kann. Ja, manchmal ja, manchmal nein. Aber ich habe dann so ein Zutrauen zu den Engeln vor allem damals bekommen, dass ich gewusst habe, okay, ich muss die Engelbotschaft in die Welt tragen, ja, Botschaften der Schutzengel in die Welt tragen. Das habe ich dann erstmal so im kleinen Kreis gemacht und erstmal so geschaut, wie reagieren denn da die Menschen überhaupt drauf. Und dann war wieder von einem Tag auf den anderen war für mich klar, das ist jetzt mein Leben. Und ich habe begonnen, ich habe es genannt, Raum für geistiges Heilen und Engelseminare für die Seele. So bin ich nach außen getreten. Damals noch im Mitteilungsblatt, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, und habe da inseriert. In der Tageszeitung. Ja, in Farbe damals sogar. Dachte, wenn schon, denn schon. Und dachte, oh mein Gott, also dieses Coming Out, das war wirklich, oh je. Ja, dann geht man da nächsten Tag zum Bäcker oder zum Metzger. Genau, und, das kannst du dir vorstellen. Die Leute, wie die mich, genau, ah. Ja, wie die mich angeschaut haben. Also manchmal kamen mir vor wie... Ja, das Wasser, das Meer hat sich vor mir geöffnet. Also ich hatte manchmal sehr, sehr viel Platz um mich herum. Ja. Und die Menschen haben mich dann immer so angeschaut. Sie wussten ja aber auch nicht, dass ich Gedanken lesen kann. Ja. Also ich habe sie ja alle gehört, was sie gesagt haben. Ja. Ach, das ist dann noch dazugekommen? Ja, dass ich das alles gehört habe, die ganze Gedanken. Ist der Mann begeistert? Er sagt, du kannst deine Gedanken lesen. Ja, er findet es bis heute noch nicht prickelnd. Und vor allem, weil ich nichts vergesse. Also es ist ja alles, du weißt ja, es ist ja alles abgespeichert. Okay. Ja. Und ich kann ihm immer ja genau sagen, wann er was gesagt hat oder um was es ging. Aber wenn er mir sagt, er hätte etwas schon erledigt und ich schaue ihn nur an, dann sagt er, ja, vielleicht doch noch nicht. Ne? Nein, okay. Also das ist eine enorme Palette, was du hier Gaben dann so langsam bekommen hast. Also die erste Coming-out-Anzeige in der Zeitung, warst du die Kurse gegeben zu Hause oder hast du den Raum gemietet? Erst zu Hause, aber ich war gleich ausgebucht und überbucht. Ich habe nur noch gestaunt, wie viele Termine ich hatte, wie viel in meiner kleinen Gemeinde und im Umkreis schon Engelbücher lesen, sich mit Geistwesen auseinandersetzen. Und ich bekam dann den Namen die Engelfrau, ja, weil die mit den Engeln spricht. Okay. Und das wurde dann recht schnell groß und bin dann in ein Seminarhaus gegangen. Und da habe ich jetzt seit 10 Jahren die Ausbildungen, die ja noch dazu kamen, ne, also die spirituelle Lehrerin und Heilerin, die Ausbildungsprogramme.
das ist dann wirklich alles auch so eingetroffen. Die Ausbildung bedeutet, du bringst andere Menschen auch bei, hier einen Zugang zu bekommen. Genau. Es hat jeder ja den Zugang. Aber er weiß also, ja nicht, wie es funktioniert. Genau, man hat es einfach vergessen, wie es funktioniert. Ja, das Leben, das wir erstmal so haben, lässt es uns vergessen. Das heißt, dein Leben hat sich in den letzten, sagen wir, 15 Jahren komplett gedreht. Ja. Von etwas, was du vorher gar nicht wusstest, dass es gibt, jetzt hauptberuflich, Menschen zu helfen, sowohl in der Kommunikation mit vielleicht Verstorbenen, mit ihren eigenen Verstorbenen oder mit Engeln, mit Botschaften. Was treibt denn die Menschen eigentlich so um, dass sie gerne mit diesen Dingen in Berührung kommen würden? Ich denke, momentan scheint der Trend so zu sein, dass es auch zunimmt in dieser Zeitenwende, dass die Menschen mehr über diese Themen erfahren wollen. Ja, es ist dieses Heimkehren zu sich selbst. Mhm. Die Menschen kommen zu mir und sagen, ja, sie wissen, es gibt da noch viel, viel mehr um uns herum. Es ist wirklich diese Neugier oder wieder diese Zurückerinnerung an diese Kommunikation hinein in die lichtvolle geistige Welt. Und daher sind so viele auch auf diesem Weg und sagen, ich möchte wissen, wie funktioniert das oder wie funktioniert das bei mir? Ja. Erzählen die Menschen von ihren Erlebnissen und Geschichten auch? Ja. Also, wenn meine Bücher, wenn das alles jetzt mal fertig geschrieben ist, also ich könnte also Filmmaterial mit dir hier füllen, über mehrere Tage wahrscheinlich. Genau, was das sind halt auch Themen, wo Menschen oftmals gar nicht so drüber sprechen. Nicht? Und darum sagst du, du warst überrascht nach dem ersten Kurs, dass dann gleich so viele Leute da sind und sagst, wow, der hätte das vielleicht gar nicht zugetraut, dass die auch hier schon unterwegs ist. Ja. In dem Bereich. Ja. Ich finde es ja auch, mir berührt das total, dass viele Menschen sich ja dafür interessieren oder auch mehr den Zugang haben möchten wieder. Ja, oder auch zuerst dem eigenen Heilsein folgen. Ja? Also wenn die Menschen ja zu mir kommen, die Teilnehmer, dann gehen wir erst nochmal in die eigene Selbstheilung hinein und schauen, was zeigt sich da im Körper. Kommen die Menschen mit Problemen, mit Überlegungen, mit Krisen, dass sie sagen, okay, ich habe hier einen Punkt im Leben erreicht, wo ich nicht mehr genauso weiß, wie ich weitermachen soll. Ja, das ist mein tägliches Tun. Ja, die Menschen kommen da zu mir, weil sie wirklich an einem Wendepunkt steht, entweder mit Entscheidungen im Außen oder natürlich der Körper meldet sich schon bei ihnen. Mhm. Und eben bei vielen Menschen kracht ja seit Jahren wirklich das ganze Leben zusammen. Die Existenz ist vielleicht auch weg. Sie haben große Probleme mit den Kindern zum Beispiel. Und sie suchen jetzt eben also Antworten, warum geschieht mir, was mir geschieht. Mhm. Und durch diese Antwort geschieht schon Heilung. Dieses Erkennen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, geschieht schon Heilung. Und das Spannende dabei ist, dass das ja Fragen nach diesem, warum ist das so, wie es ist, in dieser spirituellen Geschichte gesucht wird und nicht mehr in diesen materialistischen Denkmodellen. Ja, sie wissen es auch einfach. Sie wissen, dass es vielleicht aus einer anderen Inkarnation noch irgendwie liegt. Wenn die Menschen mich kontaktieren, da sage ich ja überall, bitte mir nicht sagen, warum ihr mich überhaupt kontaktiert, sondern ich gehe in die Verbindung mit dem Mensch, mit der Seele und überbringe die Botschaft vom Schutzengel, das ist der Einstieg. Und dann zeigt sich mir ja alles. Ich sehe ja die Vorinkarnationen, ich sehe ja auch wirklich die Zukunft von den Menschen. Ich sehe die Chakren, die Energiefelder, die Meridiane, die Aura. Also ich sehe da schon gar recht viel für einen Menschen. Und dann bin ich eben in der Übersetzung. Ja? Wo geht das hin oder was ist der Auslöser? Manchmal liegt nur ein Schlüssel in einer vergangenen Inkarnation, der geheilt werden möchte, ein Erlebnis, das sich durchzieht wie ein roter Faden. Manchmal ist aber die alten Leben sind überhaupt nicht mehr relevant, sondern man sieht, es ist aus dem Jetzt vielleicht heraus entstanden. Also es ist wirklich komplett individuell und sehr, sehr spannend. Da werden wir auch gleich noch mal drüber sprechen, ob es denn so sowas etwas gibt wie einen Sinn im Leben. Du hast aber eine Marke eingetragen, die nennt sie Soul Soma. Was bedeutet das? Das kam herein, als mein Ausbildungslehrprogramm fertig war. Ja. Die Engel Maria Magdalena und Jeshua haben mir das überbracht, was ich machen soll. Und dann kam ja, jetzt, das braucht ja irgendwie einen Namen. Ja? Und dann bin ich gesessen und dachte ich, was gebe ich jetzt da für einen Namen?
Und dann kam Sol Soma herein und dann dachte ich, na ja, was soll jetzt das? Und dann habe ich folgendes Bild gesehen, dass man mit Sol Soma oder den Kontakt mit mir eben das irdische Leben, die irdische Spiritualität mit der Seele, dass es da eine ganz, ganz tiefe Verbindung dann stattfindet. Ja? Dass es die Seele und das Soma, die Unsterblichkeit der Seele, das kennst du ja bestimmt auch, gell? Soma. Und dann habe ich eben diesen Film gesehen. Ich sage immer nur, liebe geistige Welt, da ich ja so viel sehe, es wäre toll, ihr könntet mir wie so ein Beamer mal geben und ich könnte das an die Wand irgendwie mal projizieren, dass man wirklich mal sieht, was ich sehe. Ja, was ich sehe. Also ich sehe da immer so einen Film ablaufen. Vielleicht kommt das auch in Zukunft. Es sind ja die Wissenschaftler dabei, eben Leuten diese Gedanken, die sie haben, tatsächlich über diese Neuronennetzwerke auszulesen und wieder abzubilden. Vielleicht gibt es auch in Zukunft über diese Bilder, die hier von einer anderen Stelle empfangen werden. Wer weiß. Ne? Ja, also ich bin immer dran. Ich sage es jeden Tag. Ich möchte das mal an die Wand beamen können. Das wäre toll. Ja. Das wäre eine Sensation. Oder? Dein Weg ist ja eigentlich immer schneller gelaufen, was diese Themen betrifft. Und mittlerweile magst du auch, ich nenne es jetzt einmal, spirituelle Reisen. Mhm. Wie bist du da dazu gekommen? Das ist die Botschaft von Maria Magdalena, die 2015 zu mir kam und gesprochen hat, bringe die Menschen zu mir nach Frankreich. Und ich dachte mal wieder, oh weia, was denn noch? Habe aber auf diesem Weg für mich so herausgefunden, okay, ich gehe jeder Botschaft nach. Da muss man vielleicht das mal kurz einhaken. Mhm. Viele Menschen sagen, warum Frankreich, Maria Magdalena, ist die nicht irgendwie mit, das war doch die Mutter vom Joshua, von Christus, ne, vor 2000 Jahren. Aber soweit mir hier aus der spirituellen Szene weiß, ist ja die Maria dann nach Frankreich gegangen, hat dort gewirkt und ist dann auch irgendwie dort einmal verstorben. Mhm. Und das ist die Verbindung, was du meinst, oder? Genau, Maria Magdalena, also die Frau von Jeshua. Mhm. Ja? Ah, jetzt, okay. Genau. Und ich bin seit 2002... Also nicht die Mutter, sondern die Frau? Ja, ja, genau. Die Frau von ihm, okay. Genau, Maria Magdalena. Und seit 2002 bin ich in dem Ort St. Maxim. Da wurde das auch alles losgetreten mit der lichtvollen geistigen Welt. Also da habe ich schon ganz viel darüber auch geschrieben, wie das einfach mit diesem Ort hier zusammenhängt, dass ich da hingekommen bin. Und als Maria Magdalena mich dann kontaktiert hat, habe ich dann erstmal gemerkt, am Ende meiner Straße, wo ich wohne, ist die Maria Magdalena Statue. Da gibt es eine Maria Magdalena Kapelle. Und auf einmal habe ich erstmal angefangen zu recherchieren wieder und habe herzhaft gelacht, da ich ja umzingelt bin von Kirchen Maria Magdalena, ihre Höhle, Aufstiegskapelle, die Basilika, wo sie gewirkt hat und wo ihr auch ein großes Gedächtnis ja auch zukommt, zuspricht. Ist das ein Art Geheimwissen oder die katholische Kirche oder sagen wir mal die öffentlichen Quellen, glaube ich, ist ja davon nichts zu erfahren, oder? Ja, erst in den letzten Jahren hat man Maria Magdalena also aus dieser, sage ich mal, Sünderin, Büßerin und noch schlimmeren Version von ihr diese hat man Prostituierte, wo man sie in der Kirche genannt hat. Herausgeholt, ja. Ah, okay. Ich war ja jetzt auch heute Morgen unterwegs hier, wir sind ja in Altötting. Und hier ist auch Maria Magdalena in der St. Anna Basilika. Mhm. Gibt es eine eigene Kapelle und da ist Maria Magdalena nämlich auch. Ja, wirken tut sie ja geistig auf der ganzen Welt, immer wieder. Aber offensichtlich, weil du sagst, bringen die Leute zu mir in diese Kapelle, was du gesagt hast, in Frankreich. Ist es dann so etwas Ähnliches wie ein energetischer, ein heiliger Platz? Spielt es tatsächlich eine Rolle, wo dann diese Person gelebt hat oder diese Heilige, um hier noch mehr energetischen Zugang zu finden in die geistige Welt? Mhm. Wieso ein bestimmter Platz? Ja, das sind ganz starke Kraftplätze. Ja, wenn du hineingehst in die Höhle, ins Massiv von Saint-Baume und du betrittst diesen Platz oder schon unter, du schaust da hinauf, das ist ein vibrierendes Magnetfeld. Ja. Es spürt aber nicht nur der Spürige, sondern auch der Anführungsstrichen Normale, der vielleicht zum ersten Mal seine Reise mitmacht. Das ist ganz, ganz mystisch. Ja. Und
die Teilnehmer, wenn sie da sind, eine Woche oder manchmal auch 10 Tage mit mir unterwegs an verschiedenen Kraftplätzen, ich liebe das, die Menschen dorthin zu führen, damit man ja auch mehr die Spürig und Fühligkeit hat. Was habe ich dort gespürt, was habe ich da weniger gespürt, was war gut für mich, was war nicht so gut für mich. Also wenn du in diesen Reisen unterwegs bist, dann bist du an diesen Orten und da gibst du auch da Kommunikation, Botschaften durch. Aus der geistigen Welt oder von Maria Magdalena oder von den Engeln? Ja, die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit verbunden mit Maria Magdalena, mit Jeschua und auch anderen Marien. Und daher kann es auch mal sein, ich spreche mal längere Zeit auch mal nicht. Also man geht auch viel in die Stille. Und die Botschaften, die fließen dann durch mich hindurch zu diesen Momenten, wo sie sein sollen. Also kannst du dir vorstellen, viele Menschen oder Teilnehmer haben dann manchmal auch große Erwartungen, ja, was kommt als Botschaft. Sollte man die überhaupt mitbringen, die Erwartung, oder sollte man sagen, lassen wir mal die Erwartungshaltung weg? Total weglassen, weil es geschieht aus dem Moment, es geschieht aus dem Tag. Mit Wollen und Erwartung geschieht gar nichts, ja, sondern man baut sich eher noch einen Druck auf. Und durch diese starken Energiefrequenzen, wie ich sehe, geschieht in den Teilnehmern so viel. Da wird so mancher Stein nochmal 10-mal umgedreht und kommt nochmal Schmerz herauf, die Tränen kommen herauf, die Wut kommt heraus. Also es ist wirklich eine Heilreise. Man kommt manchmal auch an die Grenzen, ja. Vielleicht auch mal mit der Gruppe an sich, dass ein Teilnehmer dabei ist, wo man sagt, der spiegelt mir wieder irgendetwas. Und Ich bin eigentlich so ein wandelndes Heilfeld in dieser Zeit, ja. Also ich bin immer in dieser Verbindung und ich gehe da auch überhaupt nicht heraus, ja, und bleib da wirklich die ganze Zeit drin. Und die Botschaften, die kommen dann einfach durch mich hindurch. Sind die für jeden Einzelnen oder für die Gruppe oder? Die sind viel für die Gruppe, die sind für den Tag. Dann, wenn man mit mir das Gespräch sucht, ich bin ja da, dann gehen wir in eine Übersetzung. Und mir sprechen natürlich auch, was ist auf dieser Welt. Oder Maria Magdalena sagt zum Beispiel immer, sie wird immer gefragt, wie das vor 2000 Jahren war. Ja, immer interessante Frage. Ja, warum fragt ihr mich denn jetzt nicht für das Jetzt oder das Zukünftige? Ja? Und ich bringe die Botschaft von Maria Magdalena, ich mache das so Live-Abende und dann spricht sie durch mich und dann was ist zur aktuellen Zeit, wie auch immer. Oder kann man da mal eine klare oder eine Zusammenfassung machen? Gibt es eine Übersicht, was denn auf uns zukommt? Oder wie du schon gesagt hast, es gibt immer Höhen und Tiefen. Es wird immer, sage ich mal, Sachen geben, die wir eigentlich bewerten könnten, wenn wir wollten, aber nicht sollten. Sie hat mir am Ende vom Jahr 2019 hat sie mir schon ein Bild oder einen Film gebracht, dass sich die Welt spalten wird. Also es gehen 2019 auf 2020, du weißt, auf was ich jetzt kommen möchte. Ja, ich weiß, was du hinaus willst, ja, das wissen dass, die Zuseher dass, auch. Dass so quasi die eine Menschheit, die geht in diese Richtung, die andere Menschheit, so hat sie es genannt, geht in diese Richtung. Wir machen hier komplett neue Erfahrungen und es wird auch eine Spaltung unter Umständen geben. Aber wir kommen in den Jahren 2024, 2025 kommen wir wieder zusammen und 2026 sind wir wieder zusammengefügt. Okay. Und jetzt sind wir immer noch auf dieser Reise. Mhm. Wir sind immer noch auf dieser Reise unterwegs, ja, mit dem, was uns dann ja das Frühjahr 2020 gebracht hat, was ja jetzt wieder in diesem Herbst hereinkommen das sind wir auch möchte. Genau, wir sind ja bei diesen ganzen Themenfällen der Spaltung, wo, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, es gibt ja welche, die sagen, okay, nur ich habe die Wahrheit und die anderen sagen, nein, nur meine Wahrheit ist richtig. Keiner will mehr so recht auf den anderen eingehen. Ja. Ne? Es gibt dann auch diese sogenannten Fake News oder alternative Wahrheiten und so weiter. Das ist natürlich dann schwierig, wenn jemand sagt, na, für mich ist der Himmel nicht blau, für mich ist er rot. Dann sagen, okay, für die meisten ist er halt blau, für den ist er halt dann rot. Also da hier die Spaltung zu überwinden, ist schon eine Aufgabe, glaube ich, was zurzeit in der Welt los ist. Und es ist aber so wichtig, dass das geschehen ist. Jetzt kommt vielleicht auch nochmal, wenn man so sagt, wo Erzengel Uriel gesprochen hat, es gibt Kriege, wie auch immer. Aber sie dienen uns etwas. Also auch das, was hereinkam durch das, was geschehen ist oder was in die Welt getragen werden sollte. Sollen die uns was aufzeigen, wie man sich vielleicht besser nicht verhält? Ja, das ist dieses nicht zu bewerten. Was haben wir denn gemacht? Das Schlimmste war ja, warum ist Spaltung geschehen?
Es wurde bewertet. Ja, genau. Ja, du das, du nicht, du bist da nicht. Machst du das, das darfst du nicht. Wieso? Also da ging das ja... Da sind wir bei der Kindererziehung schon drin. Da fällt mir jetzt gerade ein, wenn man einen vom Objekt, sage ich mal, oder vom Subjekt zum Objekt macht. Ich liebe dich nur dann, wenn du hier deine gute Noten einbringst oder wenn du das machst oder brav und artig bist. Ne, da gibt es ja auch sehr viele Suizidfälle unter Kindern. Da habe ich eine längere Geschichte, was da gibt. Weil ich, vor allem die Kinder, wo man sagt, der war da immer bisher ganz brav und plötzlich, weil der selber kein eigenes Leben geführt hat. Ja, ja. Also eine ganz, ganz spannende Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Also ich nenne es inzwischen spannend, wenn etwas los ist. Weil Spannung in der Luft liegt. Weil ich denke, okay, was kommt noch alles? Und aber viele reden ja aber auch von einem Bewusstseinswandel, von einem Bewusstseinswechsel. Viele in der spirituellen Szene sprechen von Mutter Gaia, von der Erde, die auch ein Bewusstsein hat und sagt, ich möchte jetzt eine neue Phase, eine übergehen von einem, sage ich mal in Anführungsstrichen, Planeten, wo es nicht mehr so viel Haut drauf gibt, sondern mehr Kooperation. Denkst du, dass das auch eine Zukunft sein wird? Ja. Mit weniger Kriegen und so weiter, aber harmonischer das Ganze? Aber das geht noch ein bisschen länger. Ja, ein bisschen dauern noch. Das geht dann wirklich noch mal ein gutes Jahrzehnt wahrscheinlich dahin, bis man dann wirklich sagt, jetzt haben wir es vielleicht auch mal so Begriffe, um was es geht. Aber schau mal, wie viele ja mit dem Bewusstsein oder sie wissen, ja, achtsamer zu sein, achtsamer zu leben, zu wissen, ich lebe auch freier, wenn ich jemanden nicht bewerte, weil ich möchte auch nicht bewertet werden. Ja, dass man einfach ein bewussteres Leben führt. Aber auch mit dem Wissen hinein in die lichtvolle geistige Welt. Und das heißt, dient so. Wir werden in Zukunft dieses Wissen über, dass das Leben nur ein winziger Abschnitt ist von unserer Existenz, von einer Inkarnation zur nächsten Inkarnation, in welcher Realität auch immer das passieren wird, hängt auch wahrscheinlich von unserem Bewusstseinszustand ab. Gibt es denn tatsächlich auch, wenn man es jetzt als Sinn bezeichnen würde, auch hier Fragen, meisten Menschen werden ja fragen nach dem Sinn, warum bin ich hier zufällig gelandet oder was hat mein Leben für einen Sinn? Wie siehst du das? Wie ist der Sinn unseres Daseins hier in dieser Realität? Die Menschen fragen mich ja nach ihrem Seelenplan, Seelenweg oder so. Ja? Also der wird ja dann durch mich ja auch gesprochen. Warum ist jemand da oder warum diese Situation? Für manche Menschen muss einfach die ganze Existenz erstmal weg sein, damit man in Bewegung kommt, ja zum Beispiel. Ja? Mhm. Und ich sehe in allem einen Sinn. Das geschieht. Ich sehe, jeder Tag ist eine wunderschöne Lehraufgabe, egal was hereinkommt. Ja, ich begrüße immer den Tag und ich sage, danke lieber Gott für diesen Tag, dass ich den überhaupt haben darf hier auf der Erde, jetzt in diesem Moment. Und ich nehme alles an, was mir dieser Tag bringt und denke aber auch nicht so sehr denn eben an morgen, sondern erstmal hier zu sein. Das bedeutet, wenn man mal zusammenfassen kann, dass dieses Leben etwas ist, wo ich sage, nutze den Moment, nutze den Tag, mach das schon, was dir Spaß macht, aber werte nicht, wenn jemand anders was anderes macht, das du vielleicht nicht so machen würdest. Ja. Und nehme aus der Situation, die kommt, eher das Beste und nicht das Schlechteste. Und denk nicht schon wieder, eine Situation wird so oder so sein, weil sie erst einmal durchleben musst. Ja. Man kreiert sich ja die Zukunft so. Ja, wenn Menschen ja sagen, oh, ich habe ein total unangenehmes Gespräch, total unangenehm, dann sage ich, weißt du, dass das unangenehm ist dann schlussendlich? Mhm. Also man geht dann schon telefonisch, ja, aber oje, was sage ich dann und wie mache ich das? Also dieses Vorgespräch, das ja dann schon in der Gedanken manchmal stattfindet, ja, und Horrorszenario wird dann schon kreiert. Und dann kommt es gar nicht so. Nein, dann kommt es gar nicht so. Und dann sagen, ach so, ja, das meine ich da damit, aber dass man sagt, Lass es auf dich zukommen und reagier dann eben. Oder reagier eben auch nicht gleich sofort. Aber du hast ja mehr Reisen, nicht nur zu der Mutter Maria, sondern auch der Jeanne d'Arc. Das war ja auch eine, sage ich mal, Kämpferin, glaube ich, auch irgendwo im Mittelalter, die irgendwie, sage ich mal, irgendwie vor die Pferde gespannt wurde, sage ich mal, vor die Kirche. Oder wie war das damals? Die ist ja mit in die Kriege gezogen. Ja, die Jeanne d'Arc ist eine Reinkarnation von Maria Magdalena. Daher ist diese Verknüpfung. Und wenn ich, also jetzt komme ich ja gerade von der Katarer-Reise zurück, wo ich mit den Menschen auf, durch das Katarer-Land in Frankreich reise, Montségur, Rennes-le-Château, also so, das sagt vielleicht manchen nur etwas, gehe durch die Initiationshöhlen der Katarer,
und gehe dann auf Lourdes, weil Lourdes ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Ort. Und eben auf der Rückreise besuchen wir dann die Jeanne d'Arc, also auch eine Basilika davon. Und ja, da geschehen auch wieder so für die Teilnehmer wundersame Dinge oftmals. Und viele bekommen eben auf diesen Reisen noch ein besserer, leichterer Zugang zu der geistigen Welt, weil sie aus dem gewohnten Umfeld heraus sind. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Moment, ja. Sie sind weg von zu Hause, sie sind auf Reisen. Und werden mit ihren Mustern konfrontiert und diese Muster beginnen sich dann entsprechend aufzulösen und loszulassen dann, oder wieder neu zu beginnen. Ja, und daher sind diese Wahrnehmungen, ob geistig, körperlich, wie auch immer, die sind sehr, sehr hoch auf diesen Reisen. Wo stehen denn die nächsten Projekte oder Reisen an? Ja, jetzt bin ich schon auf dem Sprung nach St. Maxim. Ja, jetzt geht die Herbstreise los auf den Spuren von Maria. Wie oft machst du das im Jahr? Ein, zwei, dreimal? Ich mache an Ostern einmal die Osterreise, alles auf den Spuren von Maria Magdalena. Im Herbst habe ich den zweiten Termin und immer so Ende August, September die Katara-Reise. Und nächstes Jahr gibt es nochmal eine Extra-Reise nach Lourdes, 4 Tage Lourdes ganz alleine. Und Jeanne d'Arc, Chartres und Mont-Saint-Michel kommt dazu. Sehr schön. Saint-Michel ist, das weiß ich, das ist eine kleine Kapelle irgendwo auf der Insel. Die ist oben in der Bretagne. Genau, da war ich schon mal. Ja, das ist, weil Erzengel Michael mich so ruft und dann sage ich, okay. Wie viele Leute nimmst du denn mit? Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also die Höchstzahl sind 22 Plätze, die ich mitnehme. Da bin ich mit der Zahl von Maria Magdalena sehr, sehr eng. 22 ist die Höchstzahl. Wir sind mal 12, mal 9, mal 16, mal 17. Die Menschen kommen so zusammen. Alles, was es ergibt, oder? Alles, was ich mache, dahinter liegt ein Ruf. Das steht auf meiner Homepage. In dem Moment, wenn man Kontakt mit mir aufnimmt, ob es ein Termin ist, Reise, Lehrgang, wie auch immer, in dem Moment läuft die Energie schon los oder Heilung geschieht. Also wenn die Menschen sich bei mir einbuchen, habe ich ja den Namen und in dem Moment habe ich alles da. Die Engelbotschaft, das Leben, um was es geht, der Plan, wo es hingeht. Also ich könnte sofort loslegen. Was hat es mit dir in deinem Leben für dich selber gemacht? Jetzt dieser Wandel und dieser Weg, den du jetzt hinter dir hast. Ja. Bist du wesentlich glücklicher wie vorher, weil du warst ja vorher, es hat sich nicht so angehört, als wenn du vorher schon Probleme gehabt hättest mit deinem Leben. Nein, das ist so dahingedümpelt, ja, sage ich jetzt. Ich war schon immer eine Macherin und kreativ und war schon immer selbstständig, das habe ich immer gebraucht. Und ich dachte natürlich nicht, dass da so eine 7-Tage-Woche daraus wird und wirklich, habe 15 Stunden am Tag, ist für mich normal inzwischen. Und trotzdem kann ich für mich sagen, ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ja, also ich habe das Glück wirklich da in mir gefunden und bin so dankbar für das, was die geistige Welt mir gebracht hat. Also ich sage ganz oft am Tag x-mal danke, danke, danke. Und ich bin auch voller Energie und obwohl ich auch immer sehr, sehr müde und erschöpft bin. Ja, aber es geht immer, ich weiß, es geht immer vorwärts. Und es berührt mich einfach so, wenn die Menschen mich kontaktieren und sagen, wow, ich habe wieder etwas lernen dürfen für mich, ich nehme wieder etwas mit für mich. Ja, das berührt mich einfach. Genau, du hast deine wahre Berufung in Anführungsstrichen gefunden und so weiter. Wie, haben wir denn eine Botschaft noch für die Menschen, dass man sagt, okay, ihr seid immer begleitet, ihr könnt jederzeit mit der geistigen Welt in Kontakt kommen oder wenn man ein bisschen Unterstützung braucht, stehst du zur Verfügung? Ja, es ist ganz wichtig, dass man den eigenen Wahrnehmungen und dass man dem absolut vertraut, weil das habe ich ja dann damals erstmal für mich lernen dürfen. Ja? Und dass mit allem, was ihr fühlt, seht, spürt, dass das absolut richtig ist und dass man dem vertrauen darf und vor allem auch, wenn möglich, dem Weg irgendwo erstmal zu folgen und dann zu schauen, ja, was macht dieser lichtvolle Weg mit mir? Beate, ich denke, mit deinen vielen Erlebnissen in den letzten Jahren könnten wir noch viele Gespräche führen. Wir werden es mit Sicherheit auch tun. Ja, Sirius kam ja auch noch in mein Leben. Ne? Das ist auch noch eine spannende Geschichte.
Und ich möchte mich aber herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns über deine Sachen und über diese geistige Welt zu sprechen, über diese Hoffnung, dass uns die, ja, sag ich mal, diese höheren Mächte nicht vergessen haben, gerade jetzt nicht. Mhm. Und danke, liebe Zuseher, dass Sie wieder mit dabei waren bei TalkTV. Bis bald. Ich danke dir vielmals. Danke.